der Salzburgring, also die fünfte Saisonstation der IDM. Wir wollen uns den 125ern widmen. Erstmal natürlich die Übersicht über den Salzburgring und natürlich auch über die Videos. Zweimal Superbike, zweimal Supersport, die 125er Sidecar, den Yamaha 6 Cup und natürlich auch wieder Kartengewinnchance für Sie. Und damit wollen wir uns jetzt also ausschließlich den 125ern widmen. Werden wir hier nochmal ein paar Streckendaten sehen. 4,255 Kilometer lang, 12 Kurven, 6 mal links, 6 mal rechts, 25 Meter Höhenunterschied und die längste Gerade ist 750 Meter lang. Im letzten Jahr Luca Grünwald vor Toni Finsterbusch und Dani Karteininger. Also zumindest Grünwald und Finsterbusch, die sind ja auch in diesem Jahr wieder mit dabei. Wir gehen rein in die Startaufstellung. Jack Miller mit der Trainingsbestzeit mal wieder. Sie sehen die Platzierung 1, 2, 2, 3 und hier im Training eine 1,29, 6, 7, 4 und damit war er 0,280 Sekunden schneller als der Mann hier auf der KTM, als Alex Christiansson mit der 72. Zweimal Dritter, einmal Zweiter und zuletzt ein Ausfall am Sachsenring, da hat er das Motorrad in den Kies geschmettert. Hier Startplatz 2, Luca Grünwald. Rang 3 für ihn, bisher beste Startposition in dieser Saison. Also Sie sehen die Platzierung, das war bisher noch nicht unbedingt das, was er sich vorgestellt hat. Hier im Training 0,328 Sekunden zurück. Luca Amato, der Meisterschaftszweite auf Rang 4, hat ja schon ein Rennen gewonnen. Ansonsten, ja, zusätzlich noch zweimal auf dem Podest und einmal Rang 4 am Nürburgring. Start 3, 2, Marvin Fritz. Er ja auch wieder mit dabei seit dem Sachsenring nach dem heftigen Unfall am Eurospeedway Lausitz. Hier Startplatz 5 für ihn. Toni Finsterbusch auf der Freudenberg KTM auf Rang 6. Er will, dass es endlich mal ein bisschen besser läuft. Ist überhaupt nicht zufrieden, auch wenn es den Sieg gab am Nürburgring. Damian Remy erstmals so weit vorne im Training, liegt aber auch daran, dass er sonst eine etwas langsamere Maschine unter dem Hintern hat. Jetzt hat er die Chance, fürs Freudenberg Racing Team einzuspringen, denn Danny Kulic ist nicht dabei. Er also mit der 94 auf Startplatz 7 und das hat wunderbar hingehauen, war auch am Wochenende durchweg happy. Michael Eckelmeier mit der 95 auf der Honda, er ist im Training auf Rang 8 gefahren, 1,051 Sekunden zurück und wir schauen rein in Startreihe 3, da haben wir die 51, den Niederländer Brian Schouten vom Dutch Racing Team. Er also auch mit den Platzierungen 5, 4 und 7. Dazwischen gab es einen Ausfall am Nürburgring, technischer Defekt damals dort. Ladislav Smelik aus der Tschechischen Republik. Er im Training eigentlich immer irgendwo in den ersten drei Startreihen. Und wir schauen mal auf die Reifen. Das sind reinrassige Trockenreifen. Ist nicht ganz selbstverständlich, denn es hat hier pünktlich zum Start angefangen zu regnen. Felix Forstenhäusler. Er mit der Startnummer 78 auf Startplatz 11, 1,692 Sekunden zurück im Training hinter dem Polesetter, hinter Jack Miller. Und der letzte in den ersten drei Startreihen auf Rang 12, das ist Kevin Hanus. Er also hier auch mit dabei und zumindest mal in die dritte Reihe gefahren auf Startplatz 12. Wir schauen nochmal auf die Übersicht. Jack Miller vor Alex Christiansson, Luca Grünwald, Luca Amato. Dann in Reihe 2 Marvin Fritz, Toni Finsterbusch, Damian Remy, Michael Eckelmeier. Und in Reihe 3 haben wir dann Schouten, Smelik, Forstenhäusler und Kevin Hanus. Und damit kann es reingehen. Und wir schauen uns die Startphase an. Luca Amato kam da am besten weg, ist da von 4 auf 1 geschossen. Dann Miller, dann müsste es Grünwald gewesen sein. Und dahinter dann auch Finsterbusch und Schouten. Und einer hat hier diese Kurve nicht ganz perfekt hingepasst, allerdings ganz, ganz schwierig zu sehen. Schauen Sie mal, Achtung, schauen Sie mal jetzt in der Wiederholung nach ganz, ja, relativ weit hinten, oben am Bildrand. Und das war ein ganz, ganz seltsamer Sturz. Also schauen Sie sich das mal an, während er hier versucht, die Maschine irgendwie wieder flott zu bekommen. Da hängt es zwar ein bisschen Lavede runter, aber das geht noch. Hier, schauen Sie mal da hinten. Also es ist wirklich ganz, ganz schwierig zu sehen. Da hat er sich verschätzt und dann fliegt die Maschine irgendwie durchs Feld, bleibt da auch noch an der KTM hängen, glaube ich. Und ja, dann ging es also weiter. Jack Miller nach einer Runde die Führung übernommen, dann Grünwald auf der 3, Finsterbusch und dahinter dann also auch Alex Christiansson. Und wir schauen nochmal ganz schnell, wer das denn war. Mit der Startnummer 75 war das also Steve Pötzel aus St. Stephan, also ein Österreicher, der hier in der
IDM 125 einen Gaststart absolviert hat. Er hat es also in der ersten Kurve nicht ganz gepackt. So, Jack Miller vor Luca Amato, dann haben wir Toni Finsterbusch, Grünwald, Christiansson, Schauten, Marvin Fritz, dann Forstenhäusler, Eckelmeier und auch Lukas Wimmer jetzt hier schon ordentlich mit im Geschehen dabei. Von Startplatz 16 aus ins Rennen gegangen, Jakub Jantulik haben wir gerade durchs Bildfahren sehen und die 56, das ist Rainer Scheithauer. Dann haben wir noch die 77 und hier allerdings erstmal wieder der Blick auf die Spitze. Da hat Luca Amato schon mal wieder zwei Positionen verloren. Grünwald jetzt neuer Zweiter vor Toni Finsterbusch. Und hier haben wir die 65 Philipp Oettel gesehen. Und die 76, das ist Maximilian Eckner. Der hier auch auf Startplatz 13 ins Rennen gegangen war, aber im Rennen auch ordentlich zu kämpfen hatte. 24, das war Tasia Rodding gerade durchs Bild gefahren. Jack Miller versuchte sich ein bisschen abzusetzen und da hinten wird es ganz, ganz eng zwischen Luca Grünwald und Luca Amato. Also die beiden Lukas, die sind sich da ein bisschen ins Gehege gekommen. Da sah es so aus, als wäre Luca Amato ein bisschen zu schnell hingefahren zu dieser Schikane und dann gab es kein Halten mehr und irgendwie scheint es da auch eine kleine Berührung gegeben zu haben mit Luca Grünwald, denn der musste dann auch den Notausgang nehmen. Das ist hier in Salzburg in dieser ersten Schikane nicht unbedingt ungewöhnlich und allerdings auch nicht ganz so folgenschwer, denn es geht geradeaus, man kann da durchaus dann zwischen den Reifenstapeln durchfahren und wieder zurück auf die Strecke. Also man verliert zwar Zeit, aber alles halb so wild. Schauen wir in die sechste Runde hinein. Das ist Jack Miller ganz, ganz vorne. Dann haben wir Toni Finsterbusch und Alex Christiansson. Und dann schon eine kleine Lücke zu Luca Amato, Marvin Fritz, Rein Schauten und Luca Grünwald. Also Luca Grünwald doch jetzt deutlich zurückgefallen. Hier haben wir Damian Remy mit der 94 und Maximilian Eckner vor der nächsten KTM vom Freudenberg Racing Team. Florian Alt am Wochenende ja erst in Mugello im Red Bull Rookies Cup unterwegs gewesen, dann in der Nacht hierher gefahren an den Salzburgring und dann zumindest mal das Rennen von ganz, ganz hinten gestartet. Er also auch hier mit dabei. So, Marvin Fritz hinter Luca Grünwald zurückgefallen. Also Grünwald ist da zumindest wieder eine Position nach vorne gekommen. Aber da hat sich natürlich schon so ein bisschen der Eindruck aufgezwängt, immer trifft den Luca Grünwald. Also hier ein bisschen unglückliche Situation für ihn. Hat ja in dieser Saison nicht unbedingt das ganz große Glück gepachtet. Jack Miller vor Finsterbusch, dann Christiansson, Luca Amato auf der 4, auf der 5 Grünwald, auf der 6 Marvin Fritz, auf der 7 Schauten, dann Eckelmeier, Forstenhäusler und wir schauen aufs Gewinnspiel. Wie heißt die Hauptstadt von Österreich? A. Salzburg oder B. Wien? Ist nicht allzu schwer. Einfach eine E-Mail schreiben mit der richtigen Antwort und dann können Sie jeweils 2 Wochen und Tickets für den IDM-Lauf auf dem Schweizer Dreieck gewinnen. Und wir haben es gerade gesehen, da ist Maximilian Eckner im Duell gewesen mit Florian Alt. So, die ersten beiden, schon eine kleine Lücke, aber das ist alles halb so tragisch. Luca Grünwald kann sich auch so langsam absetzen von Marvin Fritz. Und hier die 75, das war natürlich eine Überrundung. Wir haben es ja gesehen, ganz am Anfang des Rennens. Kevin Hanus ebenfalls gut unterwegs hier, also das sieht im Moment nach Punkten aus. Er ist zwar als Gaststarter geführt, jetzt der Führungswechsel. Toni Finsterbusch vorbeigepresst an Jack Miller. Und auch Luca Amato ist da schon deutlich näher wiedergekommen hier in diesem Rennen. Und ja, Alex Christiansson ist ein bisschen zurückgefallen. Die 65, das ist Philipp Oettel. Und hier haben wir die 66 mal, hier haben wir mal Florian Alt. Und vorne wird es wieder ganz eng. Jack Miller wieder vorbei an Toni Finsterbusch. Also diese 125er-Klasse, die hat es absolut in sich. Also Christiansson auf die 4 zurückgefallen und Felix Forstenhäusler, der Mann, der eine Wildcard bekommen hat für den Grand Prix am Sachsenring. Er muss hier durchs Kiesbett und das raubt natürlich ganz, ganz viel Zeit. Auf Position 6 liegend das Ganze hier passiert und damit fällt er weit zurück und muss sich dann natürlich erst wieder nach vorne kämpfen. So, Überrundungen. Achtung, schauen Sie mal, der geht gleich durchs Kiesbett. Aber vorne Jack Miller, Luca Amato und dazwischen noch Toni Finsterbusch. Die kamen dann dadurch alle ganz gut
dort irgendwie vorbei. Aber das war schon eine heiße Situation. Marvin Fritz haben wir hier, dann Eckelmeier und Schauten. Diese beiden noch richtig nah zusammen. Dann war schon eine kleine Lücke hin zu Damian Remy, Lukas Wilmer und auch hier Kevin Hanus, Maximilian Eckner. Ja, ja, man kann natürlich ein bisschen den Eindruck haben, er fällt hinter Miller und Amato ein bisschen zurück. Der Nächste, der hier Probleme hat mit der 24, beziehungsweise die Nächste, Tasia Roding, die Niederländerin. Und Marvin Fritz haben wir auch noch gesehen. So, also jetzt Luca Amato wieder zurückgefallen auf Rang 3. Toni Finsterbusch ist da wieder vorbeigegangen. Also diese 125er-Klasse in diesem Jahr in der IWM, die ist richtig heiß umkämpft und wir sind in der letzten Runde. Jack Miller, er führt vor Finsterbusch und Amato. Diese drei aber noch ganz dicht zusammen. Dann Christiansson safe auf der 4 und Luca Grünwald sicher auf Rang 5. Ja, auch bei Marvin Fritz auf der 6 wird nicht mehr viel passieren. Die beiden hier schauten jetzt nämlich vorbei an Eckelmeier. Da geht es um Rang 7 im Moment. Und diese Gruppe hier mit Remy und Oettel, Lukas Wimmer und Kevin Hanus, die ist auch noch spannend. Und Thorsten Häusler zumindest mal wieder vorbei an Maximilian Eckner. Und damit im Moment auf Rang 13 unterwegs. Wir schauen mal, wie das Ganze hier ausgegangen ist. Luca Amato, er konnte sich am Ende hier durchsetzen in der letzten Runde. Also als Dritter in diese letzte Runde gegangen. Und da ist er noch an Finsterbusch und auch an Jack Miller vorbeigegangen. Hier haben wir Luca Grünwald, der also seinen 5. Platz nach Hause bringt. Marvin Fritz ist happy über Rang 6. Und Lukas Wimmer, er auf Rang 10 und damit hat er die österreichische Meisterschaft im Prinzip gewonnen, denn das wurde ja hier so ein bisschen eingegliedert. Hier die Übersicht, Luca Amato vor Jack Miller, also die beiden RCT-Aprilias vorne, dann kommen Finsterbusch, Christiansson und Grünwald, drei KTMs, dann Marvin Fritz, Eckelmeier, Schauten, Remy, Wimmer, Oettel, Kevin Hanus, Forsten Häusler, Eckner und auf Rang 15 haben wir dann Jakub Jantulik gehabt. Der Blick auf die Gesamtwertung, da wird es immer spannender. Da haben wir nämlich mittlerweile Jack Miller und Luca Amato ganz, ganz eng beieinander. Dann Christiansson, Finsterbusch, Eckner, Luca Grünwald auf Rang 6, der amtierende Meister vom Jahr 2010.